Sue. Sue, wach auf. Rainy? Was ist denn passiert? Rainy! Hallo Freunde, da seid ihr endlich wieder. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich kann euch auch gerade gar nicht beschreiben, wie ich mich fühle. Ich fühle ganz viele Emotionen auf einmal, egal ob es Schmerz ist, egal ob es die Trauer ist oder sogar die Freude. Mein Körper fühlt sich mega seltsam an. Bin ich tot? Oder bin ich am Leben? Hallo? Es fühlt sich alles so seltsam an. Ich kann mich auch an gar nichts erinnern. Vielleicht könnt ihr mir auf die Sprünge helfen, indem ihr auf den Like-Button drückt. Weil, ich weiß nicht, vielleicht wissen die ein oder anderen die Arbeit von uns hier zu schätzen. Und vielleicht können wir irgendwann gemeinsam die 850.000 Abonnenten erreichen. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Aber vielleicht sollte ich mich mal auf den Weg machen und irgendeine Lösung finden. Warum ist er eingesperrt? Ich lass ihn mal raus. Hey, komm, du bist frei. Komm, du bist frei. Aber was hast du jetzt vor? Nein, das macht man nicht. Warum? Warum immer dieses ständige Kämpfen? Wer ist gut und wer ist böse? Jedes Mal dieser Kampf. Diese Kriege führen doch zu gar nichts. Hör auf damit! Wer ist gut und wer ist böse? Aber das Gute muss doch gegen das Böse kämpfen, um es zu besiegen. Ja, sogar er, der das Gute symbolisiert hat und repräsentiert hat. Guck mal seine Augen an. Es muss doch irgendwie für alles eine Lösung geben. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen, Freunde. Ich brauche eure Hilfe. Sue, denkt doch einfach mal nach. Was ist denn passiert? Ich kann mich wirklich an gar nichts mehr erinnern. Wo bin ich hier auch gerade? In einem Wald? War ich das letzte Mal in einem Wald? Habe ich mich hier befunden? Oder ist das was anderes? Was sind das für Kreaturen hier? Sind das Menschen? Ich weiß es nicht. Aber warum fühle ich mich jetzt plötzlich wieder so komisch? Eben gerade habe ich noch Freude gespürt. Eben gerade habe ich noch das Licht gesehen. Aber plötzlich ist mir mega kalt. Ich spüre eine finstere Aura. Was passiert hier nur? Bin ich das? Bin ich das? Hallo? Hallo? Was passiert hier? Wo bin ich jetzt gelandet? Warte mal. Was ist das für ein Eingang hier? Ich gehe einfach mal runter. Diese Fackeln führen zu irgendeinem Weg. Warte. Sag mir nicht. Ist das nicht die alte Base von Stani? Stani, bist du da? Oh, ich sag euch ehrlich, Leute. Stani ist da, ich höre ihn. Stani! Alles macht so keinen Spaß mehr. Damals, als alle noch Frieden waren und jetzt. Stani, ich bin vor dir! Der Einzige, mit dem ich mich wirklich nur noch verstehe, SU, Leute. Freunde, und guck ich habe ihn jetzt Stani schon lange nicht mehr gesehen. Ich sag euch ehrlich, Leute, ich vermisse ihn ein bisschen. Stani, mein Freund, ich bin doch vor dir, ich bin nicht weg, ich bin nicht tot. Wo wir die ganzen Sachen zusammen erlebt haben. Alter, das war zu krass gewesen, wie wir Seite an Seite gekämpft haben. Die erste Zeit, wo Esu mir noch Pilzsuppe und alles gegeben hat. Ey, das war so schön Freunde, gewesen. Freunde, wisst ihr noch die alten Zeiten mit Stani? Ich vermisse die Zeiten doch auch. Und aber jetzt habe ich ihn lange schon nicht mehr gesehen, ey. Was ist bloß aus dem Paulberger geworden, ey? Was macht der denn gerade wohl? Der muss mal wieder vorbeikommen hier bei mir. Stani, ich bin noch da. Ich bin bei dir. Ich bin noch da. Ich habe dich niemals vergessen gehabt. Wir sind doch Freunde, oder nicht? Stani, was machst du da? Also, wenn ihr mich fragt zu Leuten, wer auch so mein bester Freund war, sage ich euch ehrlich, Esu. Esu, mit denen hat man mal viel Müll erlebt und alles. Oh mein Gott, wie süß, was er da sagt, Freunde. Stani, du bist doch auch mein bester Freund. Sag doch nicht sowas. Stani. Ja, wir werden jetzt die Base neu aufbauen, Leute. Und dann will ich mit Esu einen neuen Plan machen, Leute. Ich habe schon was richtig Cooles geschmiedet, ey. Nämlich, wir werden offiziell beste Freunde. Aber das dürfen wir noch keinen sagen, ey. Das wird so geil. Freunde. Wenn alles nach Plan verläuft. Ich will auch, dass dieser Plan in Erfüllung geht. Dieser Wunsch. Ich muss aufwachen. In was für einem Traum bin ich hier? Stani, hilf mir. Stani.
Wo bin ich hier, Freunde? Ich habe so Kopfschmerzen. Was ist das für ein Ort? Warum sehe ich keine Lebewesen? Hä? Warum ist das alles hier pink? Warte mal. So. Erstmal meine Kekse auffüllen gehen in meiner neuen Bäckerei. Ist das Flauschi? So. Flauschi! Ach Mann, die letzten Kekse, die ich abgegeben habe. Flauschi, ich bin's! Die hatte ich fürs You. Flauschi, warum hörst du mich nicht? Ich hoffe, die waren nicht irgendwie vergiftet oder so. Was? Vergiftete Kekse? Nee, sie hat gerade gesagt, sie hofft, dass die nicht vergiftet waren. Aber vielleicht waren die doch vergiftet. Meine sind auch nicht vergiftet, also wird schon passen. Freunde, was macht sie gerade? Aber so. Warum kann sie mich nicht hören? Flauschi, bitte dreh dich um. Ich brauche Hilfe, Flauschi. Ich dachte, wir sind Freunde geworden. Flauschi! Ein Hühnchen, so. Ich weiß nicht, wo ich mich gerade befinde. Guck mal, sie hat hier so viele Tiere. Kühe, Hühner. Aber zum Glück keine wilden, bösen Dinosaurier. Flauschi, bitte. Hör mir zu, Flauschi. Ich bin ein kleiner Dino. Freunde, vielleicht muss ich hier irgendwas erledigen, dass sie mich hört. Vielleicht muss ich irgendwas erfüllen, irgendeine Aufgabe, dass sie mich wieder hört. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Wer ist das? Warum tut mein Kopf so weh? Ist das nicht? Russig? Hallo, Russig. Der Keks schmeckt echt gut, Mann. Russig, hörst du mich? Aber irgendwas stimmt da nicht, Alter. Der Lotus-Clan, ob er wirklich der böse Clan ist, Leute, ich weiß es einfach nicht. Aber an sich, Alpha Shen kann nicht lügen, Mann. Ich glaube, Zhu hat sich verändert, Mann. Hat mich eh ausgetauscht. Sonst wäre ich doch auch mit ihm auf der Insel gegangen. Er hat mir wenigstens einen Brief schreiben können oder sonst was. Nein, ich weiß nicht. Vielleicht ist er auch böse. Ach, ich weiß nicht. Ich bin nicht böse. Der Lotus-Clan hat doch mit den ganzen Geschehnissen gar nichts mehr zu tun. Das sind ganz andere Menschen, die ihre Hände im Spiel haben. Ich weiß nicht, Alter, Leute, was kann denn das? Aber irgendwie ist jetzt seitdem Sue verschwunden ist, ist hier so ruhig. Russig, hör mir zu! Siehst du mich? Damals war alles besser, Mann. Ich vermisse die alten Zeiten noch. Welche Zeit meint damals er denn? Damals waren wir zusammen gegen alle. Er hat mich rausgeholt, er hat mich gerettet. Ich wusste, dass er ein guter ist. Und jetzt hat er mir nicht mal einen Abschiedsbrief hinterlassen und ist einfach gegangen. Ich stecke in große Schwierigkeiten, Russig. Verdammt, Mann. Kannst du mir helfen? Also, wenn ich die Möglichkeit hätte, das Jugend jetzt nochmal zu sehen, dann würde ich es irgendwie tun. Wo bin ich jetzt wieder? Paulberger Hills? Das Casino von iCrimex? Candy Check GmbH? Freunde, ich weiß wirklich nicht, wann ich das letzte Mal hier war. Das kann doch nur der Traum sein. Das kann doch nicht real sein, weil... Warte mal. War vielleicht der ganze Lotus dann nur ein Traum? Bin ich wieder zurück? Bin ich wieder zu Hause? Ist hier jemand? Candy ist doch immer hier gewesen. Candy! Hörst du mich, Candy? Warte mal, Freunde, ich habe eine Idee, wo Candy sein könnte. Candy, mein Freund, ich bin wieder da! Das Leben ist nicht mehr dasselbe, seitdem sich alles geändert hat. Candy! Seitdem er weg ist. Hier habe ich extra noch was für ihn vorgebaut. Ich wollte es ihm noch zeigen, aber... Für meinen alten besten Freund. Die Spielsuppe hat alles geändert, Leute. Schaut mal her. Freunde, bin ich extra tot? Vorbereitet. Guck mal, das Mann, ey. Candy war immer einer meiner besten Freunde auf der YouTuber-Insel. Und jetzt redet keiner mehr mit mir. So, hast du mich alle? Was habe ich denn getan? Ich werde das Schicksal jetzt fragen. Ich werde das Ei jetzt dagegen werfen. Wenn ein Huhn kommt, dann heißt es, dass Sue irgendwann wieder zurückkommt. Candy. Nein. Candy, ich bin noch vor dir. Bitte guck mir in die Augen. Ich bin vor dir, Candy. Er ist für immer weg. Oh. Candy, hätte ich vielleicht einen Tod, dann wäre mir das nicht passiert. Aber ich bin noch genau vor dir, Candy. Bitte, mein alter Freund. Weißt du nicht damals, wie du schon selber gesagt hast, die Pilzsuppe... Ich werde dich jetzt zu ihm teleportieren. Candy. Nein, Freunde, guck mal, was er da macht. Wie süß ist das bitte? Oh, er ist nicht da. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey, das tut mir so weh. Candy, was soll ich hier machen, Freunde? Wo bin ich hier? Warte mal. Ich muss irgendwie aus diesem Traum rauskommen. Ich träume doch gerade nur. Candy, was ist das für ein Albtraum, Freunde? Das ist mein schlimmster Albtraum, den ich jemals hatte.
Wieso sind alle Freunde gerade so zu mir? Warum kann mich niemand hören? Flauschi, Russik, Blackjack, Candy, wo sind alle nur hin? Wo bin ich jetzt gelandet? Hey, da ist ein Delfin. Aber auch der schwimmt von mir weg. Warum sind alle weg, Freunde? Wo bin ich hier? Dieser Ort kommt mir wirklich sehr, sehr bekannt vor. Ich gehe jetzt einfach mal den Weg entlang. Vielleicht sehe ich irgendjemanden. Irgendjemand, der mir wichtig ist, der mir wichtig war. Warum erscheint plötzlich irgendwie alles so spät gerade? Ich erkenne da gerade gar nichts. Wo bin ich hier? Aber trotzdem spüre ich, dass ich hier schon mal war. Ich war schon mal hier. Was ist das für ein Ort? Wer ist das? Blackjack? Ey, auch wenn dieser Ort hier komplett zerstört ist, aber hier hat alles begonnen. Hier habe ich Ezio das erste Mal gesehen. Hier hinten müsste sogar noch die Höhle sein. Ist das meine alte Base? Ja, hier unten ist sogar die Höhle, wo Ezio und ich zusammen erkunden waren. Damals, oh Mann, das waren noch Zeiten, ey. Wurde ich attackiert von Lukas und meine Base wurde hochgejagt. Guck mal, sogar aber noch Kisten von Ezio sind hier. Ich habe Blackjack kennengelernt. Hallo Blackjack, ich bin's, dein Freund. Ich bin hinter dir. Oh Mann, ey. Wir haben uns lange nicht mal gesehen. Hier. Hallo Blackjack. Das ist echt Wahnsinn. Ich bin doch hinter dir. Schade, dass das alles nicht mehr so ist. Blackjack, ich bin hier. Wo bist du? Ich wünschte, die Zeit könnte man nochmal zurückdrehen. Blackjack. Dass alles wieder ist wie früher. Ich bin doch bei dir, mein Freund. Hast du mich etwa vergessen? Hast du mich etwa auch vergessen wie alle anderen? Naja. Aber immerhin bleiben die positiven Erinnerungen mit Ezio zusammen. Blackjack? Freunde, er vermisst mich. Ich vermisse ihn doch auch. Ich vermisse alle meine Freunde. Wo bin ich? Bin ich wirklich schon tot? Ich mach mich wieder auf den Weg. Blackjack. Aber es war schön, wieder mal hier gewesen zu sein. Blackjack. Geh nicht, Blackjack. Blackjack. Lass mich nicht allein, Blackjack. Wo bin ich jetzt gelandet? Warum ist alles so weiß? Oha, das ist einfach die Brücke von damals. Diese Stimme kommt mir doch bekannt Alter, vor. Alter, das war noch Zeit, Mann. Lukas? Ich weiß noch, als ich hier am Anfang gesprengt hatte. Ich glaube, Stu hat die doch sogar gebaut. Freunde, Bro, den habe ich auch schon so lange nicht mehr gesehen. Ich bin einfach bei der Brücke. Alter, krass, Mann. War ich das letzte Mal hier drauf? Lukas? Oha, hier sind auch die ganzen Steine. Lukas, ich bin hinter ich dir. Ich habe das doch sogar gesprengt. Boah, Lukas, krass. Wo bist du? So heftig. Wie lange war ich hier schon nicht mehr? Warum will keiner mit mir reden? Krass, okay. Warum bin ich so einsam? Oh Gott, Lukas. Guck mal, es ist immer noch so hoch. So ich schade, dass man dir hier nicht noch zu Ende baut. Lukas, rede mit mir. Dreh dich um, bitte. Ich bin doch soll da. Soll ich die noch zu Ende bauen? Hilf mir, Lukas. Ich brauche Hilfe. Naja, ich glaube, ich fliege wieder zu Paul Berger Hills. Bin ich in einer Aber krass, Welt? Noch mal hier gewesen zu sein. Lukas, bitte geh nicht. Lukas, bitte. Lukas, Lukas, Lukas! Lotus-Clan? Bin ich hier bei unserem Lotus-Tempel? Ich glaube, ich bin wieder zurück. Rainy? Yami? Hä? Es hat sich auf jeden Fall hier gar nicht verändert. Es sieht alles noch genauso aus wie damals, bevor ich die Reise begonnen habe. Aber Moment mal. Hier wurde auch nicht weitergebaut. Yami, du bist doch bestimmt zu Hause, oder? Rainy, du vielleicht? Guck mal, Leute, alles ist hier normal. Ich glaube, ich bin endlich aufgewacht. Rainy, bist du das? Yami, komm raus. Wo seid ihr? Ich guck mal hier unten. Boah, hier geht's überall lang. Vielleicht dort drüben. Hey, komm her. Hallo, wer bist du? Bist du das? Ich bin's, dein Freund. Hallo. Freut mich, dich zu sehen. Willst du mit mir spielen? Ja, gerne doch. Lass uns spielen, Sio. Unser Tempel sieht so schön aus. Das sieht alles hier so schön aus. Schön, wenn ich das alles gesprengt habe. Aber warum sprengen? Das willst du doch gar nicht machen, oder? Wo ist denn Yami? Wo sind Rainy und Yami? Oh, die sind weg. Ganz, die sind ganz weg? Weit. Wo sind die weg? Wo sind die hin? Niemand ist mehr da, Sio.
Warte mal. Du bist ganz alleine. Was erzähl ich da? Du bist gar nicht mein Freund. Du bist ganz alleine. Du bist nicht mein Freund. Ich bin alleine? Nein. Ich bin der Drache. Niemand wollte mit mir reden. Niemand hat mit mir geredet. Ich habe alle meine Freunde gesehen, aber die wollten nicht mit mir reden. Ich bin dein Freund, Sue. Ich bin dein Freund. Komm zur ewigen Nacht. Komm nur. Die ewige Nacht, die ewige Nacht, die ewige Nacht. Warum kommt das mir so bekannt vor? Die ewige Nacht. Ich verstehe gar nichts mehr. Und was ist mit dem Drachen? Hab ich diesen Drachen gebaut? Wer hat diesen Tempel gebaut? Wo bin ich hier auf einmal? Ich erinnere mich an gar nichts mehr. Was ist hier los? Sie, wer bist du? Was machst du hier? Ich kann mich an nichts erinnern. Was ist das für ein schöner Tempel? Bei. Sag einfach ja. Sag einfach ja, Sue. Irgendwas sagt mir, dass ich nicht ja sagen soll. Sag irgendwas sagt ja. in mir, dass ich nicht ja sagen soll. Aber habe ich denn überhaupt eine andere Gelegenheit, eine andere Wahl? Komm, ich gehe mal nach unten. Zu uns. Zu wem? Zu wem soll ich? Freunde, zu wem soll ich? Die dunkle Macht. Die Macht, die dunkle Macht. Die dunkle Macht. Werde ich dann stärker? Werde ich Stärke erlangen? Du wirst der Stärkste von allen. Aber ist wirklich Stärke das, was ich wirklich haben will? Eigentlich will ich doch nur meine Freunde. Wo sind meine Freunde? Bist du mein Freund? Meine Freunde, Sue, die haben dich alle verraten. Alle haben sie dich verraten. Du hast mich aber nicht verraten, oder? Ich bin noch hier. Und noch viele weitere Mitglieder. Dieser Drache. Denk nach, haben wir diesen Drachen nicht gemeinsam zusammen mit Candy und den anderen aufgebaut? Schau diesen Drachen nicht an. Flauschig. Du brauchst diesen Candy. Drachen nicht. Jimmy. Oh Mann. Lass den Drachen hinter dir, Sue. Was sind das aber für Namen, die ich gerade aufgezählt habe? Irgendwie ich erinnere weiß ich mich an dich. Du hast keine Namen aufgezählt. Aber du hast keine Namen. Das waren keine Namen. Warte mal, wollten die nicht mit mir reden? Nein. Die wollten nicht mit mir reden, oder? Nein. Sie wollten nicht mit mir reden, oder? Keiner nein, will mit mir reden. Nein, du bist ganz allein, Sue. Ich bin ganz allein. Ganz allein. Ich bin allein. Komm zu uns. Keiner will mit mir reden. Ich glaube, du hast recht. Keiner will mit mir reden! Die wollen nicht mit mir reden? Die wollen nichts mit mir zu tun haben? Macht das wirklich einen Sinn? Ja, Freunde, ich glaube, das macht wirklich alles gar keinen Sinn mehr. Wenn die nicht mit mir reden wollen, dann muss ich das eben akzeptieren. Ich will doch nicht auf Krampf irgendwas erzwingen, was nicht von mir verlangt wurde. Und deshalb, Leute. Esju! Hey, Esju! Wach auf! Esju! Hier bin ich! Candy! Wach auf! Candy! Esju. Wach Candy. Auf! Hilf mir! Aufwachen! Was soll ich tun? Esju. Freunde, was soll ich tun? Esju. Sue, wach auf! Sue! Sue! Sue, wach auf! Wach auf! Nein, meine Freunde haben recht. Ich muss hier weg. Meine Freunde haben recht. Ich muss hier weg, Freunde. Ich muss für meine Freunde da sein. Das ist doch nur ein blöder Traum. Da, wo die Finsternis ist, ist auch das Licht. Ich muss das Licht finden. Ich werde sie beschützen. Ich werde meine Freunde retten. Ich werde hier nicht down gehen. Ich werde hier nicht sterben, Leute. Ich werde sie alle retten. Nimm das! Ich werde hier nicht verlieren, Leute. Ich muss aus diesem blöden Traum aufwachen. Ich werde das schaffen. Nicht nur für mich, sondern für die ganze Welt. Ich muss die YouTuber-Insel retten. Ich muss Paulberger Hills retten. Ich muss den Lotus-Clan beschützen. Alle meine Freunde sind in Schwierigkeiten. Ich muss aufwachen. Sonst wird Team Böse die Welt übernehmen. Und das darf ich nicht zulassen. Und deshalb, ich brauche Energie. Freunde, gebt mir eure Kraft.